Der Shaitan wird versuchen, überall, sogar in Kaaba, Einflüsterungen zu geben und auffordern, Ungehorsamkeiten zu machen. Aber Allah sagt, wenn es mein Diener ist, auf den kannst du keinen Einfluss ausüben. Den kannst du nicht aus meiner Gemeinschaft rausnehmen und in deine Gruppe reinbringen. Welche nur, die sowieso maßlos sünden möchten und denen keine Werte ehrlich sind, die sich nicht anstrengen, die weder Iman haben, noch gute rechtschaffene Werke besitzen, diese kannst du in die Irre führen.